Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA 16 K-Modus im Minimas und natürlich wieder mit mir, dem Dominik. In der letzten Folge haben wir gegen den FC Chelsea gespielt und zwar im Hinspiel des Achtelfinales im Champions Cup und wir haben... Wie viel haben wir gewonnen? Wie viel haben wir gewonnen? Verdammt. Ich weiß es gar nicht. 4-0 haben wir gewonnen. Das war am Anfang... Ich bin der Meinung, es war am Anfang ein sehr ausgeglichenes Spiel. Aber dann kam Sanabria. Ich glaube, ein Eigentor ist gefallen und drei Tore durch Sanabria. Also, der hat mal gezeigt, dass er es kann. Das haben wir schon öfters gesehen, aber jetzt wird mir das langsam richtig klar. Und wir haben ein Angebot bekommen von dem Fußballverband England. Und ich glaube, wir haben sogar echt gute Angebote hier gerade aktuell mit Brasilien, England und den Niederlanden. Aber vielleicht kommt ja noch Deutschland auf uns zu. Mal gucken. Oh, ist schon Spieltag. Das ging ja echt fix. Dann wollen wir doch mal unsere Jugendspieler einsetzen, wie ich das ja schon in der letzten Folge gesagt habe. Ja, ich werde auf jeden Fall die Jugendspieler einsetzen. Gregoric wird auch spielen. Guaida kommt mit rein. Dafür geht Müller ganz raus. Und obwohl, wir lassen Guaida zuerst spielen. Und Gregoric lassen wir in ZOM spielen. Thielemans geht für Dembélé. Und Ljubicic, obwohl, warte mal. Hier haben wir noch Götz hier. Diekmeyer. So. Und dann, wir bräuchten noch einen Ersatz-Innenverteidiger, wenn ich das so sehe. Und, ja gut, Perin muss man ganz ehrlich sagen, es hat ja jetzt öfters Dragowski gespielt. Ja, komm, wir lassen Dragowski trotzdem spielen. So, das müsste eigentlich funktionieren. Haben wir eigentlich einen Jugendspieler oder so? So, in der Innenverteidigung. Ja, ihn hier. Aber mehr haben wir auch nicht wirklich. Aber das ist schade. Ärgerlich. Haben wir vielleicht sonst noch hier irgendwie Scout zurückgerufen? Achso, okay. Gut, können wir hier noch einen Scout anheuern, der gut ist? Alter, nur 4 Millionen, alles klar. Einen neuen Scout. Wunderbar. Ich weiß gar nicht, was sucht der jetzt hier eigentlich? Nichts. Gut. Dann werden wir... Okay, der sucht in Deutschland, ne? Dann lassen wir ihn in... Oh Gott. Oh, ich bin jetzt krass am Überlegen. Wir lassen ihn in Spanien, nee, in Portugal suchen. Und zwar 3 Monate. Obwohl, nee, wir lassen ihn in England tatsächlich suchen. 3 Monate, es muss ein defensiv starker Mann sein. So. Ich hoffe, die suchen jetzt beide nicht defensiv starke Männer. Das wäre natürlich sehr, sehr ärgerlich. Aber egal. Vielleicht findet man ja dort gute Spieler. Was sagst du jetzt, Dominik? Wir spielen... Oh Gott, mit welchem Trikot spielen wir denn? Würde er sagen, mit dem schwarzen, oder? So. 7 Minuten. Bewölkt. Weltklasse. Stimmt alles. Die Aufstellung stimmt auch. Ja, wir haben auch tatsächlich viele ausgeliehen. Wenn der mal nicht reingegangen wäre. So, und die mir bei, ey. Oh, der hat aber 3 gehabt, du. Das fand ich stark. Pass auf, den krieg ich darüber. Aber nicht rein. Scheiße, kann er gar nicht so drehen. Das ist natürlich ärgerlich. Na komm, einen machen wir noch. Oh, der war nicht schlecht. Der hat einen ganz schönen Dreh immer drauf. Das ist krass. Na dann wünsche ich euch viel Spaß mit Frank Buschmann und Wolf Fuß. Und wir begrüßen Sie heute herzlich aus dem Berliner Olympiastadion. Und in der heutigen Partie heißt es Hertha BSC gegen den HSV. Gäste zu
zuletzt mit offensiv richtig starken Auftritten. Zurzeit haben sie auch die meisten Tore in der Liga erzielt. Und das gibt natürlich für diese Partie jede Menge Selbstvertrauen. Und so werden es die Hertaner heute angehen. Heute treten sie hier im 4-5-1 an. Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Bei ihnen sehen wir heute ein 4-3-3. Es wird also viel über die Flügel gehen. Heute sitzt er nur auf der Bank und denkt vielleicht sogar über sein Karriereende nach. Zumindest hört man entsprechende Gerüchte. Ach Wolf, wir kennen doch das Gequatsche. In der Form kann er der Mannschaft nach wie vor helfen, da bin ich mir sicher. So, der HSV hat Anstoß hier im Olympiastadion. Und Harald Fimmler, meine Güte. Pfeift das Spiel an, es geht los. HSV in Schwarz-Rot von rechts nach links. Berlin in Weiß-Blau von links nach rechts. Ja, heute mit der guten, jungen, ich würde sagen, B11 hier am Start. Eigentlich sollten wir mit der A11 spielen. Es ist noch alles drin in der Liga und wir dürfen uns eigentlich keine Fehler erlauben. Aber ich vertraue einfach mal den jungen Spielern, weil die sind ja nicht schlecht. Sind wir mal ehrlich. So. Stark gemacht. Unsere Verteidigung ist einfach die beste. Ja? So, Marcos. Guter Körpereinsatz hier. Ja, wunderbar. Also der war sensationell. So, Tom Schmitz. Schade. Oh, Stockdale kriegt ihn da wunderbar. Warte. Pass war jetzt dagegen schwach. Oh, den hätte ich fast mitgenommen, ne? Einmal so. Berliner zum Mitnehmen, bitte. So, Guaida hat gut gespielt eigentlich, wo ich ihn immer eingesetzt habe. Danke nochmal an den Tipp dafür. An denjenigen. Kann mich jetzt gerade nicht mehr dran erinnern, das tut mir leid. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Oh, stark gemacht, Gregoritsch. Wunderbar. Jetzt Tom Schmitz. Oh, das war sehr, sehr gut gemacht von Gregoritsch. Stark gemacht. Tom Schmitzer, Kraft. Hält den Ball fest sogar. Ja? Das muss schon was heißen. So, Gregoritsch heute mal nicht auf der Außenbahn, sondern mal zentral. Vielleicht bringt das ja ein bisschen mehr was. So, jetzt Marcos. Oh, das ist ärgerlich gewesen. Der Ball war jetzt auch nicht einfach zu nehmen für Sanabria. Stark gemacht, Marcos. Ja, Marcos ja nicht mehr beim HSV, spielt ja jetzt bei Kräuter Fürth. Ach, leider ein Foul. Finde ich eigentlich schade, weil ich hatte in Marcos wirklich das Potenzial gesehen, beim HSV groß rauszukommen, aber vielleicht ja doch nicht. So, weiter geht's. Jetzt hier Stockdale, kommt da nicht ran. Oh, knockt da erstmal halb Kraft um. So, stark gemacht, Zuma. So, wieder Marcos. Marcos spielt immer sehr, sehr gut. Muss man einfach mal dazu... Oh, das war... War gut. Gregoritsch. Oh, schade. War jetzt nicht der beste Schuss. So, Tom Schmitz jetzt. Kurzuma. Der Ball will nicht reingehen. Oh, schade. War das nicht mit der Hand genommen, Herr Referee? Oh, jetzt wird's eng hier. Aber die Gazelle Götz ist natürlich auch noch da. Stocker. Wie die sich immer so bücken, weißt du? Nicht immer so geil. Ja, das Stadion ist jetzt nicht wirklich laut, ne? Also ich habe es mir anders vorgestellt jetzt hier. Oh, stark gemacht, Rugani. Wunderbar. Ja, Sanabria. Da musst du ran. Ja, die Bayern haben vorhin gespielt. 3-0 gegen Schalke gewonnen. Zuerst dachte ich so, ja, das kann richtig knapp werden, aber dann irgendwann, noch nicht mehr. Dann war es gegessen. Nach dem 2-0, da habe ich gewusst, so, jo, jetzt kommt mindestens noch ein Tor, wenn nicht sogar zwei.
Ja, und es ist passiert. Mindestens eins ist noch gefallen. 3-0 gewonnen. Aber gut. Bayern ist auch jetzt aktuell sehr, sehr gut drauf. Also es geht auf jeden Fall besser, aber in der Liga auf jeden Fall aktuell gut drauf. Ah, pfeift er nicht, der Referee. Wunderbar. So, jetzt Tom Schmitz. Kann er mal vielleicht mal was starten? Oh! Schade. So, nächste Ecke, HSV. Oh, schade. Echt ärgerlich. Oh Mann, ey, 6 Schüsse, ey. Und keiner davon ging jetzt irgendwie mal rein. Das ist ärgerlich. Oh, ich dachte, jetzt lässt er spielen, ey. Meine Fresse. Immer dieses Rumgepfeife. So, Suman, den kriegst du, oder? Oder auch nicht? Ja, man merkt auf jeden Fall den Unterschied zwischen der A11 und der B11 hier. Aber so verteidigungsmäßig, da können wir ja nichts B-mäßiges aufstellen. Weil da haben wir jetzt nicht so wirklich die Ersatzinnenverteidiger. Nur auf der Außenbahn so ein bisschen mit Götz und Sakai. Markus meine ich. Ah, stark gemacht, Rugani. Wunderbar, wunderbar. So, Gregoritsch, jetzt komm. Oder auch nicht. Denn nicht. Wenn du nicht willst, dann sag es doch einfach. Oh, Vorteil noch. So, da bist du. Dragowski. Super, nice. Schön gemacht. Oh, der Retter. Der Retter. Kurt Zuma. Ich möchte die Schlagzeile. Das war mal ein Schuss. Das war ein starker Schuss. Boah, der dreht sich natürlich auch noch weg von Dragowski. Ey, das ist ärgerlich. Ja, das stimmt. Sollte auch, weißt du? Der HSV wieder unendlich Chancen. Da geht er hin. Stark gemacht. Das ist die Möglichkeit. Da zieht er Mann! So schön gemacht, ey. Der Abschluss, der ist einfach das, was bei uns nicht das Beste ist. Oh Mann, ey. So ärgerlich. Stark gemacht. So, jetzt mal nach vorne, ey. Jetzt müssen wir auch mal Zeichen setzen. Oh, der sollte da gar nicht hin, ey. Oh Mann. Ah, oh, stark gemacht. Was? Ach, das ist so lächerlich manchmal, ey. Diese ganze Scheiße. Das ist doch unfassbar. So, Götz hast du, ne? Hast du, wunderbar. So, jetzt Tom Schmitz. Komm. Lauf, Junge. Lauf. Komm. Komm, stark gemacht. So, jetzt musst du dich da irgendwie beweisen. Oh, schade, ey. Oh. Ja, da kam zu wenig Unterstützung. Ah, ärgerlich. Stark, schwach. Oh Mann. Oh, das ist ärgerlich. Das fehlt immer so an den letzten Metern. So, jetzt Sanabria. Jetzt aber. Jawohl, schönes Tor. Wunderbar. So, Jubel hier mit Gregoritsch. Wunderbar, 1-1. Das ist schön. Und er profitiert von seiner exzellenten Schusstechnik und setzt den Ball mit der Innenseite ins Netz. Ja, das stimmt. Sanabria hat auch einen schönen, starken Schuss. Ja, den hätte man auch eigentlich halten können. Als einen guten Torhüter. Und ich sehe Kraft eigentlich als guten Torhüter. Also es gibt schlechtere und es gibt bessere, wenn ich ehrlich bin. So, also irgendwie das Stadion ist hier leise. Das kann ich gar nicht ab, wenn so Stadien irgendwie total stille sind. Die müssen richtig feiern, die müssen jubeln. Sanabria, rauf da. Boah, das war knapp. So, 1-1, erste Hälfte durch. Ja, ist noch alles offen. Das sah eigentlich gut aus für die Heimmannschaft. Bis zu diesem Moment.
kurz bevor der Abpfiff kam. So, wollen wir wechseln oder wollen wir das so lassen? Ich würde sagen, wir lassen das so. Erstmal noch. Es läuft ja eigentlich relativ gut. Also es geht auf jeden Fall besser. Aber so für sich. Für sich, Junge, ich schwöre. So. Ja, zweite Hälfte. Und Berlin macht schon wieder Druck. Aber nicht mit unserer Innenverteidigung. Weil die ist dort, wo sie immer ist. Und zwar da. Ah. Stark gemacht. Ja, komm, Guaida. Kriegst du, oder? Nee, kriegst du nicht. Boah. Aber das ist immer gut, den Toy da unter Druck zu setzen. So, jetzt. Oh nein! Och Mann, ey, das ist doch manchmal ärgerlich. Oh, Stockdale. Nice. Und damit sind sie am Ball. Sanabria ist da. Also da hat er sich irgendwie festgehakt an den Verteidiger. Das nächste Spiel steht an in der Bundesliga. Das ist da ärgerlich gewesen. Dann geht es auswärts gegen den 1. FC Köln. Und diese Partie sollte sich... So, den kriegt er jetzt wohl. Oder auch nicht. Dragowski stark gemacht. Somit können wir das Spiel quasi schnell machen, aber es bleibt nur beim quasi. Ja, es bleibt weiterhin beim quasi. Ah, die Pässe. Kann ich auch wieder bemängeln. Stark gemacht, Rugani. Aber reicht das? Es reicht. Wunderbar. So, jetzt Guaida. Na, die Ausdauer ist auch schon wieder am Ende. Ja, ja. Ja, wohl. Tom Schmitz, schön gemacht. Wunderbar. Einfach nochmal zur Seite gesetzt. So, schön gemacht. Das tut dem Tom gut. Glaubet mir. Der hat eine große Zukunft vor sich. Das könnt ihr mir glauben. Genauso wie viele andere. Boah, schrei noch lauter, ey, obwohl nichts passiert ist. Na, oh, schade. Komm. Jawohl, knock ihn einfach nieder, ey. Ja, wir haben noch den Ball. Alles safe. So, Götz kann laufen, hat Platz. Schmitz. Oh, stark gemacht. Stark gemacht. Nicht stark gemacht. Ah. Dann will ich auch wieder ein Tickchen zu viel, ne? Also wenn ich es einmal geschafft habe, dann will ich einfach gut immer wieder mehr. So. Ja, nein. Man kann es mal probieren. Aber man sollte wissen, dass der Ball auch ankommt. Bei den Gastgebern, ja, dann müssen die Gäste auch mal gleich wechseln. Kurze Erinnerung an den die nicht mehr können. Oh, gegen Schalke. Oh, ja, gegen Schalke, das ist hart. FC Schalke 04 im nächsten Bundesligaspiel. Das dürfte eine enge Kiste werden, wenn man... Ja, das wird es auch. Gregoritsch. Boah, der Pass war ja mal absolut schwach, Gregoritsch. Was ist denn da falsch? Boah, das war schön gespielt. Oh Gott, nicht nochmal. Nee. So, dann wollen wir mal auswechseln. Ein Guaida geht raus und... Ja. Setzen wir Neymar ein. Ja, komm. So, und dann... Thielemans. Ja, komm, Thielemans. Wähl Thielemans aus für Stockdale. Ja, Stockdale. Und dann wechseln wir nachher nochmal aus. Geht dann doch einige Meter am Tor vorbei. So, kommt das erste Mal Abschluss jetzt hier, ne? Für den HSV. Wenn ich mich nicht täusche. Der Pass kam an. Nice. Der Pass kam auch an. Nice. Da kommt der Schuss. Super Einsatz vom Torhüter. Nice. Das Risiko. Und Tor. Ich dachte, das wäre erst abseits. Alles klar. Tom Schmitz, sein zweites Tor. Unglaublich. Dieses Tor müssen wir uns unbedingt nochmal anschauen. Den Treffer hat er erzwungen. Super Einsatz, dass er da nicht locker lässt und die zweite Chance verwertet.
Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus wunderbar einer anderen Perspektive an. 3-1 heißt es also jetzt. Es läuft. Läuft sehr, sehr gut. Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Ja, der Ball kommt auch an und der und... Haraguchi. Aber was bringt der Pass, die Passquote, wenn die Passe nicht weiter... Alter, was... Oh, stark gemacht, Rugani. Oh, Tom Schmitz, der ist heute heiß, so. Oh, da ist ein Tickchen zu langsam gewesen. Oh, nein. Das ist ja wohl ärgerlich gewesen hier. Ich freue mich schon auf das Rückspiel gegen Chelsea, wenn ich ehrlich bin. Darauf freue ich mich am meisten. Und das war ja mal eine gute Grätsche. Gute Flanke, aber noch besser verteidigt. Ja, das stimmt. So. Jetzt Tom Schmitz wieder. Aber die Ausdauer geht ihn auch aus, langsam. Hat er jetzt auch schon viel geleistet. Zwei Tore und dann an sich ja noch ein starkes Spiel. Ach, das, also da sind die beiden weggesprungen, ja. Weggeflogen, fast schon. Hätte man auch laufen lassen können. So, da ist wieder Tom Schmitz. Der ist wirklich heiß heute. Stark gemacht, Gregoritsch. So, jetzt Gregoritsch. Oh, Gottes Willen. Ich dachte nicht, dass er noch hinter den Spieler weitergeht, sondern nach... weg vom Spieler. Noch weg vom Spieler. Junge, ich höre. Jetzt haben Sie den Ball. So, da Gregoritsch. Wunderbar. Wunderbar. Alter, läuft doch. Und ein weiteres Tor. Sie scheinen das hier bis zum Ende ganz seriös durchzuziehen. Keine guten Nachrichten. Nee, Wolf, nicht wirklich. Die haben jetzt alle ja, Hände das stimmt. Zu tun, um eine noch höhere Pleite zu verhindern. Das ist wohl wahr. Gregoritsch heute echt auch gut drauf. Vorlagen ohne Ende. Ich glaube, das ist seine zweite Vorlage. Müsste das gewesen sein jetzt? Oh, das hätte ich vielleicht nicht machen dürfen. Nun Neymar. Neymar jetzt. Gregoritsch! Wieder genau auf den Torhüter. Er lässt den Kopf wenigstens nicht hängen, sondern versucht noch das Beste rauszuholen. So wie in dieser Szene. Mhm. Sehe ich genauso. Brooks. Aber irgendwann ist auch für einen Torhüter vorbei. Oh, Zuma! Oh, Johnny! Warum hast du kein Gewissen? Gewissen. Ah! Da ist seine Ausdauer auch am Ende. Na gut, wir werden auch nochmal auswechseln. Halilovic. Obwohl, nee. Nee. Dann habe ich ja. Komm. Ja, der hat gut gespielt. Alle haben heute gut gespielt. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt hier 4-1 führen. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Ja, knock ihn einfach nieder, so ist, und der pfeift es auch nicht mal, ey. Nicht mehr auf der Uhr. 2 Minuten noch. So ist doch. Da, wunderbar. Jawohl, Gregoritsch, jetzt auch noch mit dem Tor, wunderbar. Wunderbar. Kann einem jeder Gegner leid tun, Wolf. Die stecken hier wirklich nicht mit dem rechten Fuß da oben rechts reingehämmert. Ganz, ganz klare Überlegenheit. So will das doch jeder sehen. Das ist eine klare Geschichte. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Nee, das auch stimmt. Nicht für Kosmetik übrigens. Ala Sogar, stimmt. Der ist ja, hat ja mal beim Hertha BSC gespielt. Ja. Schön. So, gewonnen. Klar und deutlich. 5-1 der Endstand. Das war heftig. Hier gerade abgepfiffen hat.
einseitiges Match. Klarer Sieger, sind wir uns einig? Ja, sehe ich ganz genauso. Sie haben das Spiel eindeutig beherrscht und damit verdient gewonnen. Deutlicher Sieg heute in dieser Partie. Sie haben heute wieder mal gezeigt, wie stark Sie vor allem in der Offensive sind. Ja, die Offensive, da sind wir ja am stärksten und auch am schwächsten. Wir würden auch viel mehr Tore schießen. So, wer Spieler des Tages? Gregoritsch. Das ist ja heftig. Aber gut. Hat er sich verdient auf jeden Fall. Wir können ja mal kurz gucken, wie viele Vorlagen der gemacht hat eigentlich. So, sag ich doch, 2. So, und Tore. Tom Schmidt 2, Dimer Bay 1 und Gregoritsch 1. Und Sanabria 1. Ja, war doch schön, oder? Ich fand's geil. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich mit den jungen Spielern so ein gutes Spiel machen kann. Und auch gemacht habe. So, und das war's mit der Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und kommentiert, was ihr wollt. Zum Beispiel Spielerempfehlung, was man besser machen kann. etc.